So, ich spreche mit Mike Lauhoff, Spieler für Warendorf, hat heute 1:0 gewonnen in Sassenberg. 3 Punkte hat das Tor gemacht. Wie war es für dich? Ja, war von Anfang an eigentlich ein ausgeglichenes Spiel, halt ein Derby. Ich sag mal, erste Halbzeit waren wir schon die bessere Mannschaft, hatten die klaren Torchancen. Und kurz vor der Halbzeit dann die, ich sag mal, die entscheidende Szene. Ich glaube, den treffe ich einmal in 20 Jahren so. Aber ja gut, zweite Halbzeit dann eher ausgeglichen, viel von Kampf geprägt das Spiel. Aber ich denke, am Ende ein verdienter Sieg für uns. Sehr zweikampfstark auch, hat man vor allem in der zweiten Hälfte gemerkt und hat Sassenberg auch sehr viel Druck gemacht. Ja. Wie konntet ihr so gut dagegen halten? Hauptsächlich der Teamgeist, ne? Also ich sag mal, das hat uns letzte Woche so ein bisschen gegen Everswinkel gefehlt. Aber heute war jeder für den anderen da, jeder hat für jeden mitgekämpft, jeden Meter noch zusätzlich gemacht, wenn einer mal den Meter zu spät war. Und ich glaube, das war teilweise auch sehr, sehr spielentscheidend. Wie wichtig waren die 3 Punkte für dich? Ja, auf jeden Fall sehr wichtig, ne? Auch fürs Prestige gegenüber Sassenberg. Ja, ich sag mal, Hinspiel 1-1, wo die uns noch klar dominiert haben, aber jetzt, ich sag mal, klar dieses Jahr das Derby gewonnen. Ne? Ja, dazu nochmal Glückwunsch und Dankeschön.